Rutschst du durch? Ach, ich habe ja auch nur den Apfel gemalt. Sei froh. Du Ultraschrank. Ich probiere das mal wieder auf. Papa, habe ich mich wieder breit gemacht in der Nacht? Nee, diesmal war alles okay. Ich habe diesmal auch besser geschlafen. Gerade ja ganz an der Wand gelegen. Die Lumi. Oh, Junge, hab ich mich hier gekuschelt mit mir. Spitzes Stühl! Oh, nein, spitzes Stühl! Ich habe mich im Po gestochen! Hat eine Viertelstunde nur? Ja, ich habe dich ja schon eine halbe Stunde lang geweckt. Hey, warum ist das so nah? Ach so, ja. Das ist mal ein bisschen geregnet vorne. Ich habe keine Zeit mehr. Aber ich wollte nur etwas Süßes essen. So, guten Morgen, liebe Leute. Da sind wir wieder im Laden, wieder mal. Bei miesem Wetter. Ja, ich würde sagen, so ist es. Aber ich muss ja hier sein. Ich muss ja zumindest Anwesenheit heucheln. Oh, Jack Wire, Züge. Und da kommt doch schon der erste. Echt doch. Die Reifen, die sind natürlich eigentlich nicht mehr fahrbar. Muss man natürlich auch mal dazu sagen. Ja, die Reifen, 80er Jahre, die haben es halt hinter sich. Ne? In weiß, ja, also wirklich. Yay, yay. Yay, yay. Tja, so hat's gestern aufgehört, fängt's heute an. GT, Dino, richtig schönes Ding. Ja, wie auch immer, ich glaube, es regnet draußen, dann gehe ich wieder rein und hab den Zettel vorne dran, bitte klingeln, wenn was ist. Das reicht ja auch. Gestern Nacht haben wir noch, Anouk hat noch das Laufrad von ihrer kleinen Schwester repariert. Den Teig auch noch gefilmt, das kann ich dann nämlich noch schneiden. Ja, das regnet richtig. Richtig am Regnen. Das ist vergessen. Das soll ich dann hier auch machen. Hey, ich rufe. Moin. Moin, moin. Moin. Brauchst du Wein? Wein nehmen? Gin? Kein Alkohol. Champagner? Warte. Das ist so geil. Na, brauchst du Wein? Gin? Champagner? Das ist ja, hier ist was los. Ich sag euch. Das ist der Grund. Warum machst du das eigentlich? Genau eigentlich wie in diesen Situationen. Nur leider ist bei diesen Situationen nicht oft die Kamera dabei. Jetzt schon. Jetzt gerade mal Glück gehabt, was sie gerade in der Hand hatte. Das sind die eigentlich witzigen Aktionen. Also bis später im Laden. Moin! So, da ist er wieder. Nachdem ich mir den Finger bunt geschnitzt habe mit so einem kleinen Mikrotaschenmesser, um wieder mal über total Bekloppte zu bauen, nämlich eine Halterung für eine Rolex, richtig. Ich brauche, um das Werk zu öffnen, einer Rolex Oyster Damen Armbanduhr, brauche ich einen Gehäusehalter. Dieser Gehäusehalter von Rolex kostet ein Schweinegeld, der Originale. Hier ist die Uhr, die hatte ich ja mal schon letztes Jahr oder so vorbereitet, wie sie können, ich das mal gezeigt habe. Ja, die muss geöffnet werden, der Zifferblatt ist verrutscht, der Tubus muss gereinigt werden und das ganze Werk sollte mal drüber geschaut werden, was da los ist. Um diese Uhr zu halten, habe ich jetzt einen improvisierten Werkhalter gebaut. Und zwar ein Stück Holz, welches ich ausgeschnitzt habe.
Da kommt jetzt die Bohrung fürs. Jetzt kommt noch eine Bohrung rein fürs. Na, sag schon, fürs Uhrenglas. Ne? Die Vertiefung hier. Schauen wir mal. Okay. Genau, perfekt. Perfekt, ne? Da, habt ihr, Werkhalter. Rolex, könnt ihr alle jetzt rumkreischen, wie ihr wollt hier. Oh, kann man also nie machen mit einer Rolex. Doch, kann man. Genau, das geht. Das Weichholz hier, da passiert gar nichts. Ne? Jetzt hoffe ich nur, dass ich es aufkriege. Spann ein. Geht ja nicht um auf direkt, sondern nur um lösen, erstmal anlösen. Ich hole mal ein Werkzeug. So, Mensch, wünsche mir mal Glück, dass das jetzt klappt hier. Letzte Chance. Na wunderbar, der Original Rolex Schlüssel, es funktioniert. Ne? Das ist der Original Rolex Oyster 22.5 und es funktioniert. Man braucht den Werkhalter. Ich freue mich so. Mann, ey, diese Uhr war nicht aufzukriegen und ich freue mich jetzt gerade echt. Ey. Super, dann kann es weitergehen irgendwann im nächsten Video, in einem der nächsten Videos. Wie ich die Uhr aufmache und warum das Zifferblatt zur Hölle schief drin ist. Keine Ahnung warum, wieso, weshalb. Ich freue mich. Perfekt. Werkhalter gebaut. Werkhalter, Quatsch, Werkhalter. Gehäusehalter gebaut. Aus Weichholz, ein Block Weichholz. Mit Hilfe vom Schraubstock. Oder es wäre wahrscheinlich auch ohne gegangen, wenn man zwischen irgendwo zwischen klemmt irgendwie. Aber so ist es am besten. Perfekt. Wow, freue ich mich. Super. Bis gleich. Dann gibt es den platten Reifen. Dann geht es weiter mit ja, Fahrradtechnik. Den platten Reifen. Nice. Auch nicht herausragend. Nichts Besonderes. Ein Riesenrad. Ein platten Reifen. Für alle, die nicht wissen, wenn man Hydraulikbremsen hat, Magura, HS 33, HS 11, HS etc. pp. Wie beugt das Hinterrad aus? Hier den Hebel. Ja, ist ein Hebel dran. Einfach umlegen. Die Bremse abziehen, beiseite packen. Schon hat man, kann man das Hinterrad rausnehmen. Ja, Einbau ähnlich. Einbau ist dann wieder so. Zeigen wir gleich alles mit einmal. Aufsetzen, das ist ganz simpel. Dann gibt es hier diese zwei Löcher, das Loch hier oben, was übereinstimmen muss, das und dieses hier, da muss dieser Stift rein, das bleibt da unten. Achtung, da fummeln wir ein bisschen mal.
So, schaut mal da oben. Natürlich muss das jetzt hier alles stimmig sein. Warte mal. So, jetzt da. Habt ihr gesehen? Reinfummeln ist ein bisschen schwieriger. Das muss hier oben planen, abschließen, die Schraube. Und dann Hebel umklappen. Ist es wieder in der Urposition montiert und sollte noch nicht mal schleifen. Wenn es doch schleift, noch ein bisschen zu hoch ist, so ein bisschen runterdrücken. Ja, da sehen hier, ja, ein bisschen variabel ist es ja. Und dann eben wieder festziehen. Ja, das war's. Mehr muss ich bei diesem Schlauchwechsel hier eigentlich nicht zeigen, vorführen etc. Alles andere ist ein normaler Schlauchwechsel. Den mache ich jetzt. Ihr könnt da dabei zugucken, im Zeitraffer, wie auch immer. Ja, und ich baue wieder ein. So einfach ist es. Loslassen, laufen lassen, rollt, schleift nirgendwo, fertig, das war's. Aber jetzt nicht rühmlich schnell, 14 Minuten. Oh, ich hab mir auch Zeit gelassen. Jo. Next. Was ist denn heute los? Platte Reifen, überall. Ach Mensch, was soll ich euch sagen, Kinder? Ich kann euch ja auch nicht sagen. Es ist für euch bestimmt grottenlangweilig, so eine Vlogs zu sehen, wo jetzt gar nichts mehr so richtig passiert. Genauso langweilig ist es für mich hier auch. Bis gleich wieder. Draußen regnet es in Strömen. Ich setze mich oben hin und warte oben. Ah, komm her, komm her. Mann, wie das hier aussieht, wie eine Künstlerstube. Eine Künstlerkolonie. Ja. Von so ganz billigen Künstlern. Ich nehme Tokis und mache eine Spirale. Tada! Ich nehme Gelb und mache eine Spirale. Ich nehme Pink und mache eine preußisch-blaue Spirale. Achtel ist halt nicht mehr, da bieten sie wohl nicht mehr an. Naja, so ist das. Dann ist das so. Das war schön, schön leicht und so. Ich hab das Fett hier heute noch. Williger wusste was. Das war richtig geil. Die haben auch schöne Räder importiert und verkauft. Also die Kurve haben wir gemacht. Ja, ja. Nee, das war eben schön. Ach so, Vorbau, genau. Vorbau-Adapter. So ist es. Den Bremsbelag kriegst du ja so. Der kostet nichts. Okay. Nimmst du dir einen vernünftigen? Also ich sag dazu den Leuten immer lieber einen weicheren, als dass man die Felgen durch ist. Also ich möchte schon einen guten Grip haben und dann wechsle ich den halt eine Runde öfter.
Du weißt schon, weil es gibt ja die Leute, die Bremsbeläge, die ewig halten, dafür ist dann eine Felgemarsch, ja. Super. Ja, dann ist jetzt die Frage, ich würde jetzt Coolstop aufbauen. Ja, ich habe immer Coolstop gehabt, aber Coolstop gibt es auch verschiedene, deswegen sage ich diese etwas weichere Fassung. Nein, die Dual-Kompound. Ja, genau. Diese anderen sind ja nur die schwarzen? Die sind Cheater. Nee, nicht die. Dann sehen wir uns nächste Woche. Wir sehen uns, ja. Bis dann, ciao. Oh Mann, herrlich, wunderbar. Tja, das war die liebe Gudrun, die ist ja schon Stammkunde bei mir, die sammelt bei mir immer die guten Räder ein, die teuren. Also die von, wie sagt man, von hoher Güte. Nur so was will sie haben. Ja, so eine Kunden brauchst du auch, wa? Naja, kommt sie jetzt alle 5 Jahre quasi, kommt sie oder so in etwa, muss man das so sehen. Das letzte, was sie bei mir geguckt hat, war ein GT Zaska. Und jetzt hat sie hier diese wunderschöne Typhoon gekauft. Der Typhoon im Originalzustand, Baujahr circa 1990. Mit XT DX Ausstattung. Ja, und einfach genial. Einfach genial. Schöne Rolls-Sattel. Ja, und das wird jetzt nochmal für sie umgebaut. Das wird ihr Winterrad. Wie geil. Ich freue mich schon richtig darauf. Morgen wird alles zerlegt, alles auseinandergenommen. Sie braucht allerdings eine andere Schaltung. Andere Schalthebel, so braucht sie. Sie braucht diese Unterhandschalthebel. Ja, muss richtig sauber gemacht werden hier. Die Felgen richtig geputzt werden. Das muss alles gut aussehen. Das schenkt sie sich dann immer selbst zum Geburtstag. Ja, das braucht man. So was freut. Das finde ich gut. Lenker also runter, Hörnchen runter. Gucken, ob wir das alles noch so hinkriegen. Vorbau raus, anderer Vorbau ran, schon was Modernes tatsächlich. Das möchte sie auch, sie muss es fahren, sagt sie. Und da kommt hier so ein Teil ran, weil sie einen Negativvorbau haben möchte, der runtergeht. Das ist hier zu hoch. Ist halt recht klein. Das ist ein bisschen schade, aber egal. Das ist jetzt aber auch keine. Der Vorbau ist jetzt aber auch keine, was weiß ich hier. Irgendein Brecher, den man denn jetzt irgendwie vermissen mag. Und ansonsten schauen wir mal. Jetzt gehe ich erstmal nach oben und bestelle die Teile, die ich brauche für den Umbau. Denkste, geht nicht. Der nächste Platte Reifen, was ist denn los heute? Oh, sieht schon. Seht ihr es auch? Kommt mit ins Licht. Dann seht ihr es. Seht ihr es? Schwarz, da sieht man es nicht. Da sieht man es. Ein wunderschönes Stück braunes Glas. Tada! Ein güldener Diamant. Keine Chance auszuweichen. So was sieht man nicht. War übrigens von innen nicht zu fühlen, sondern nur von außen zu sehen. Das ist dann auch so, ne? Piekt rein und geht wieder so ein Stück zurück. Und dann Schlauch platt, durchs hin. Du fährst durch so, ohne zu gucken. Haust wieder ein, fährst eine Runde, wieder platt. Ja, dann musst du auch wirklich von außen gut schauen. Und verkauft ihr
59 Euro soll ich zahlen, 170 Euro und 140. Ah, okay. Und kann man das auch ausleihen? Zum Fahrschuss? So, zweiten Ausweis hier. Schluh. Ist das voll? Nein. Unglaublich. Tja. Ja, ja. 19:07 Uhr. Wunderschöner Auftrag heute. Also auch wieder heute ist der Tag gerettet durch einen einzigen Auftrag. Durch einen Verkauf eines Fahrrades, was ich hier schon seit 8 Jahren bestimmt habe. Wo ich dieses wunderschöne Stück, diese Pink Lady hier. Ist aber auch ein tolles Rad. Es ist ein tolles Rad. Ja, und dadurch habe ich schon wieder ein bisschen gesichert. Ansonsten wäre es ja heute nicht. Da war jetzt viel platte Reifen hier oder sowas, ne? Das war eine Riesenblöde. Gut, würde ich mal sagen, verabschiede ich mich von euch hier, weil ich glaube, heute passiert nicht mehr richtig. Bis 20 Uhr. Aber ja, wir werden ja sehen. Aber ansonsten macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.